Was ist wichtiger, du oder die Gesellschaft? So du als eine Person oder eine größere Gruppe der Menschen, zu welcher du gehörst oder vielleicht nicht gehörst, allgemein du oder eine Gruppe an Menschen. Du kannst natürlich, sollst auch eine Antwort in den Kommentaren hinterlassen, soweit deine Plattform Kommentaren erlaubt. Grundsätzlich, heutiges Video ist genau darüber, Individualismus und Kollektivismus. Was ist wichtiger, was ist besser, was ist das, zumindest auf einem Grundbasisverständnisniveau. Lass uns anfangen. Aber natürlich, bevor wir anfangen, muss ich dir sagen, dass es Jury Experience ist und hier teile ich meine verschiedenen Meinungen zu verschiedenen Themen. Ich mache aktuell ein Contentstück pro Woche und ich lade das am Montag hoch. Wenn dir dieses Stück Content gefallen wird, bitte Like, abonnieren, Kommentar hinterlassen, was auch immer auf deiner Plattform möglich ist. Lass uns anfangen. Natürlich fangen wir mit einer Definition an, mit meinen eigenen Wörtern. Individualismus ist ein Gedankenweg, eine Gedankenrichtung, wo individuelle Freiheiten, sei es Gedankenfreiheit oder Freiheit der Taten, das Wichtigste ist, was in der Gesellschaft existiert. Und die Gesellschaft an sich kommt an eine zweite Stelle. Bei Kollektivismus ist das ziemlich umgekehrt. Gesellschaft ist am wichtigsten und Menschen sind ein Teil davon, deswegen auch ein bisschen weniger wichtig, sei es Meinungen in der Gesellschaft oder Freiheit der Taten in der Gesellschaft. Am Ende des Tages, Gesellschaft darf das alles regulieren. Ich habe zwar Gesellschaft gesagt, aber was ich gemeint habe, es kann auch eine Gruppe der Menschen sein, eine Institution, eine Struktur, eine Firma, was auch immer. Soweit es mehr als eine Personengruppierung ist, dann kann das möglicherweise mehr entscheiden für Individuen als Individuen selbst. Zum Beispiel, du gehst einkaufen und wie entscheidest du, was du kaufst? Entscheidest du anhand von deiner persönlichen Vorstellung davon, was für dich passend ist, was für dich wichtig ist, zum Beispiel, was ist billiger, wovon kannst du mehr kaufen, was ist wichtig für dich aus gesundheitlichen Gründen zum Beispiel, oder denkst du ein bisschen mehr an die Gesellschaft? Denkst du darüber nach, dass aktuell Umwelt leidet, weil wir unter anderem viele tierische Produkte konsumieren und dementsprechend weniger tierische Produkte zu konsumieren, wäre eine Verbesserung dafür. Vielleicht nicht die Lösung, aber eine Verbesserung. Natürlich kann es auch beides sein, deswegen sind Individualismus und Kollektivismus zwar fast in gesetzte Sachen, aber irgendwie doch nicht, weil sie können koexistieren. Sie schließen einander fast aus, aber sie können koexistieren. Man baut das Spektrum nicht von Individualismus bis zu Kollektivismus, sondern man baut zwei Spektren von wenigem Individualismus bis viel und von wenig Kollektivismus bis viel. Ein Beispiel dafür, wenn dein persönlicher Vorteil übereinstimmt mit dem gesellschaftlichen Vorteil und deswegen am Ende des Tages deine Gedankenrichtung ist beides. Es ist sowohl individualistisch als auch kollektivistisch, weil beide profitieren davon. Weil sowohl du persönlich als auch die Gesellschaft profitiert davon, dass du dich genau so benimmst, wie du dich benimmst oder du genau so denkst, wie du denkst. Ein gutes Beispiel dafür, du denkst, du sollst viel arbeiten, dass wir dir persönlichen Profit bringen und auch du bezahlst dadurch mehr Steuer und das ist gut für die Gesellschaft, weil dann können diese Steuer anders benutzt werden. Gut? Gut. Also dementsprechend ist es sowohl Individualistik als auch Kollektivistik. Mein Gott, wann werde ich das Wort merken? Hier ist es wichtig zu betonen, dass es Stufen gibt. Es gibt Gesellschaften, die individualistisch oder kollektivistisch eher sind. Es gibt Gruppen, es gibt Strukturen, es gibt Instituten, die aus Menschen bestehen, die hauptsächlich individualistisch oder kollektivistisch denken. Zum Beispiel die meisten Länder in Europa, USA zum Beispiel auch, das sind die Länder, die eher individualistisch denken. Natürlich existieren auch kollektivistische Ideen. Da sind zum Beispiel die Ideen, die unterstützen die Menschen, die eher arm sind oder halt sich einiges nicht leisten können. Also zum Beispiel die Menschen, die von Armut betroffen sind. Aber andererseits ist es nicht das gleiche wie zum Beispiel sozialistische Länder, wo im Prinzip alle Menschen gleiche Meinung haben sollen. Alle Menschen nur ein Ziel haben sollen, und zwar Sozium weiterzubringen. Deswegen ist öfter Sozialismus oder die politische Lage, die mit Sozialismus verbunden ist, kollektivistisch und die politische Lage, die mit Individualismus eher verbunden ist, ist eher liberal. Aber wir können nach unten gehen. Also wir gehen von diesem großen Konzept von Land zu was Kleines, eine kleine Gruppe, zum Beispiel Familie. Familie ist auch eine Mini-Gesellschaft, eine kleine Gruppe an Menschen, die öfter eher
kollektivistisch ist. Denk selber darüber nach, öfter die Eltern opfern ihre Zeit für Kinder, ohne Rücksicht auf sich selbst zu halten, weil sonst, ja, wie wird die Familie weiter existieren? Die Kinder werden möglicherweise sterben von Hunger, wenn sie kein Essen bekommen, weil die Eltern, ja, ich muss ja nur für mich Essen kaufen. Oder die Kinder entwickeln sich nicht weiter, weil Eltern keine Zeit da investieren oder vielleicht kein Geld oder was auch immer. Öfter erfolgreiche Familien sind kollektivistisch. Muss nicht sein, aber schon öfter so. Und von da gehen wir in die Richtung, alles, jede Gruppe der Menschen kann individualistisch oder kollektivistisch sein. Oder beides, theoretisch. Und Menschen innerhalb dieser Gruppen sind individualistisch oder kollektivistisch. Manchmal sind Menschen bereit, eins fürs Team zu nehmen. Also eine Person hat einen Nachteil, einen persönlichen Nachteil, damit insgesamt das Team einen Vorteil gewinnt. Und das ist manchmal für diese Person relevant, sinnvoll. Möglicherweise aus einem persönlichen Vorteil in der Zukunft. Ich habe jetzt meine Zeit oder mein was auch immer in die Gruppe investiert und in der Zukunft profitiere ich davon, dass ich jetzt dieses etwas investiert habe. Oder es gibt auch altruistische Menschen, die sind bereit, einfach so ihre Zeit, Energie, was auch immer in anderen investieren. Altruismus ist öfter ein Beispiel von Kollektivismus. Das ist, wenn die Menschen die Wünsche und Prioritäten von anderen über eigene Wünsche und Prioritäten setzen oder legen. Als eine Alternative dafür existiert Egoismus. Es gibt auch verschiedene Arten von Egoismus, philosophische, psychologische, was auch immer mehr. Und das ist eher eine individualistische Idee. Da denkt man als erstes an sich und danach erst an die anderen. Was aber nicht bedeutet, dass die anderen dadurch keinen Vorteil erzielen, weil zum Beispiel eine eher theoretische Idee, wenn alle Menschen in einer Gesellschaft individualistisch denken und versuchen ihr eigenes Leben zu verbessern, dann verbessert sich auch das Leben der Gesellschaft. Lass uns klein denken. Wir haben eine Gruppe der Menschen und jede Person in dieser Gruppe ist individualistisch und versucht, das eigenes Leben besser zu machen mit verschiedensten Zwecken. Sei es anderen helfen, sich selbst helfen, irgendwie Gruppe verbessern. Aber am Ende des Tages denken alle, ich werde davon profitieren, was ich tue. Und dann kombinieren sich diese Gruppen und dann haben wir eine Gesellschaft, die besteht aus Menschen hauptsächlich, die zu über eigenen Vorteil nur ausschließlich denken. Aber weil jede Person in so einer Gesellschaft profitiert ständig, profitiert auch die Gesellschaft insgesamt. Natürlich ist diese Idee eher theoretisch. Im echten Leben haben wir eine starke Verbindung zur Moral. Dementsprechend, wenn Individualismus oder Kollektivismus mit Moral verbunden ist, dann ist das etwas Gutes für die Gesellschaft und für einen selbst. Und umgekehrt, wenn es mit Moral nicht verbunden ist, dann ist das öfter etwas Schlechtes. Das bringt mich wiederum wieder zu dem Punkt, Individualismus, Kollektivismus, also wie sehr viele Ismussen, sind nicht schlecht oder gut bei der Definition. Es gibt Ausnahmen von dieser Aussage, dass Ismussen sind ziemlich neutral, aber diese zwei Ismen sind eindeutig neutral. Es ist nicht schlecht oder falsch, eigene Interessen manchmal als wichtige zu betrachten, als Interessen der Gesellschaft. Und es ist auch nicht schlecht, manchmal die Interessen der Gesellschaft manchmal als wichtige zu betrachten, als eigene. Gleichgewicht. Ich schätze mal, Gleichgewicht ist das, was am wichtigsten ist und das ist auch das, was die Gesellschaft und die Menschen am besten weiterbringen wird. Am Ende des Tages im echten Leben ist es auch öfter so. Im echten Leben ist es öfter der Fall, dass Menschen kombiniert denken. Manchmal bin ich individualistischer, manchmal bin ich kollektivistischer. Es gibt beides. Grundsätzlich sind die Länder, zum Beispiel, wo ich gelebt habe, eher individualistisch. Also Russland, Ukraine, Deutschland, USA sind alle eher individualistische Länder, die auch dazu geführt haben, dass die wirtschaftliche Lage in diesen Ländern so ist, wie sie ist, aus Konkurrenzgründen und ein paar weiteren Gründen. Aber sogar hier gibt es Stufen. Die erste Idee, wieso ich überhaupt an das Thema Individualismus drangekommen bin, war die Tatsache, dass Russland und die USA genau in dem Thema extrem zueinander ähnlich sind. Beide sind in meinen Augen, in meiner Erfahrung, das ist meine persönliche Meinung, sehr individualistisch und ähnlich darin, wie individualistisch sie sind. In beiden Ländern denken Menschen öfter in der ersten Linie an sich selbst. Die denken zuerst an eigene Freiheiten, an eigene Möglichkeiten und erst danach denken sie, okay, wie kann ich das auch möglicherweise mit Gesellschaft oder mit in eine Gruppe, zu welcher die gehören, verkuppeln. Wobei in Deutschland es schon öfter ist, zumindest schon wieder in meiner Erfahrung,
Menschen sind bereit für kollektivistische Ideen. Das Niveau der Steuern in Deutschland ist ein Beispiel dafür. Natürlich gibt es genug Gründe, wieso Menschen das auch aus individualistischen Gründen tun. Aber in meiner Erfahrung, Deutschland ist um einiges kollektivistischer als Russland oder die USA. Trotz der Tatsache, dass Deutschland an sich immer noch ziemlich individualistisch ist, weil wenn wir das vergleichen mit sozialistischen Ländern, die öfter eher kollektivistisch ist, zum Beispiel China oder Nordkorea, hier gibt es Meinungsfreiheit. Hier kann man alles Mögliche sagen. Fast alles Mögliche. Es gibt ein paar Sachen, die verboten sind, aber fast alles kann man sagen, kann man denken, kann man tun. Und du wirst nicht nach Sibirien geschickt oder sowas in der Art. Deswegen, es ist spannend, wie diese zwei Konzepte, Individualismus und Kollektivismus, in das Leben der Gesellschaft reinspielen. Und ich bin nicht mal sicher, wie individualistisch und oder kollektivistisch ich persönlich bin. Manchmal denke ich an die Gesellschaft, ich spende Geld, ich esse bewusst inzwischen mehr Produkte pflanzlicher Herkunft als Produkte von tierischer Herkunft, aber manchmal denke ich auch an meine individualistische Sachen, so individualistische Ziele. Zum Beispiel, wenn ich um Beförderung oder um Gehaltserhöhung bei meiner Firma bitte, ich bitte das nicht aus den Gründen, weil das besser für die Firma sein wird. Ich bitte darum wegen meiner persönlichen egoistischen Gründe, wegen meiner individualistischen Gründe. Ich will mein Leben besser machen. Es ist aber interessant, darüber mal nachzudenken und sich selbst versuchen zu analysieren. Was mache ich und wieso? Tue ich das Gesellschaft zuliebe, anderen zuliebe oder tue ich das mir zuliebe? Denk mal drüber nach. Ich hoffe, dass dieses Stück Content dir gefallen hat. Wenn es der Fall ist, kannst du auch gerne Like hinterlassen, abonnieren, was auch immer du machen kannst auf deiner Plattform. Wir sehen uns nächsten Montag. Schöne Woche dir.